So, wir sind wieder da. Und Julian ist auch noch mega nervig, aber es ist schon normal, weil das war einfach klar. So. Boah, ernsthaft, verpiss dich mit deiner verkackten Karre, ey. Du fährst doch, du Lappen, steig ein. Ich wollte gerade hier das böse Wort sagen. Was? Männermöse? Das ist schon Männermöse. Boah, ich kann sliden, ey. Loop! Sie suchen mich. Ich muss also Funkstelle wahren. Finde das Störsignal, stelle es ab und komm wieder auf die Helios. Alter, ich komme auf die Steuerung nicht klar. Das ist genau dieselbe wie im alten. Nee, die ist ein wenig anders da. Gib Gas! Du musst Bobo anmachen, sonst verrecken wir hier alle. Ungefähr so. Ich fahre. Jeder nimmt sein eigenes Auto. Jeder nimmt sein eigenes Auto. Du bist einfach ein richtiger Lappen, ey. Ernsthaft. Kannst. Ey, ich bin nicht gefahren. Du kannst nix, Alter. Boah, jetzt habe ich wegen dir 80 Cash verloren, Alter. Pass mal auf, ey. Geh mir nicht auf den Leim. Wieder weg, bevor der Irre anfängt zu fahren. Los, Karre. Auf geht's. Hast du wirklich die ganze Atlas Corporation erledigt? Ich hatte Helfer. Wuhu! Nein! Verdammt! Ich brauche noch eine Weile, okay? Hab ich mir schon gedacht, deswegen wollte ich ein extra Auto nehmen. Naja. Nico, du musst hier hinziehen. Hast du was gesagt? Du musst halt zweimal rechts machen, dann bricht sie ab und kommt runter, sollst du eben. Okay. Immer. Okay. Ist geil, ne? Ja. Das ist voll geil, ich kann auch nach hinten ballern und die Dinge erledigen alles. Das macht voll Spaß, ey. Oh, oh. Lava. Lava nicht. Das Geile ist ja... Warte, ernsthaft, ey, fahr doch drüber. Warte, ich zeig dir, was ich letztes Mal gemacht hab, Moment. Ja, reingefahren. Oh ja, kann komplett runterfahren. Randale, oh, Randale. Wir sind wieder da. Hast du uns vermisst? Das ist ein Orbatron. Es bringt dich nach Concordia rein. Alter. Störsignal finden oder was du da suchst. Wir treffen uns da doch. Nein. Sei vorsichtig da draußen, Kammerjäger. Kammer move, Alter, das ist ein Witz, ey. Boah, Julian, ey, mach keinen Scheiß, Julian, Alter. Heul nicht, wir sind draußen, oder? Wir sind noch nicht gestorben, seitdem ich fahre. Ja, noch nicht. Auch wenn es gerade ein bisschen knapp war. Nee, die sind sogar friedlich, die Viecher. Was zum Fick? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ist auch immer gestorben. Ich bin ausgetrocknet wie ein. Hallo, neuer bester Freund. Etwas übertrieben, ups, aber mir gefällt sein Elan. Oh ja, Mann, Badass Token. Oh yeah.
Können wir? Feuerrate. Ja, warte kurz. Biatch. Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Wuhu! Yo. Vorsicht, wenn du Craigers begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Extrem sexy. Verdammt! Tina, was ist? Ich werde weiter rumballern und mich ausschließlich darauf konzentrieren. Hey, Julian. Ja? Ich weiß nicht, aber ich glaube, Autofahren ist nicht so mein Ding. Nicht in Borderlands. Auch sonst nicht. Ja, sonst kann ich Autofahren ziemlich gut. Naja. Ja, leider schon. Der definieren wir ziemlich gut. Ja, besser als du. Ich mach keine Vollbremsung direkt vor der Ampel so. Hey! Das war beabsichtigt, Bitch. Ja, das würde ich auch behaupten. Was müssen wir eigentlich machen? Warum sind wir vorhin gestorben? Wo müssen wir eigentlich hin? Geht's im Lagerhaus? Zu dem Lagerhaus. Ja. Du hast es geschafft. Boah, war das schwer. Hey, bleib stehen! Ganz in der Nähe. Geh rein. Ach ja, deshalb habe ich dir so eine Vorzeit. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Mach mal. Was soll ich machen? Boah, hast du gehört? Ich soll irgendwo reinschlagen, ich weiß noch nicht wie. Nein, du sollst mit der komischen Kanone, die sie gegeben hat, auf die Kragans da schießen. Auf die da. Da werden die wütend und dann sollst du sie da reinlocken. Guck da rein. Also die da. Da rein. Ah. Nicht neben mir, du Affe! Alter, was machst du da? Das, was du nicht kannst. Boah, das hab ich mal selber. Ja, du sollst sie ja nicht töten, wa? Lass die rüberlocken, du Mongo. Die müssen ja hinterherlaufen, Spacken. Weißt du, er ballert sie einfach alle ab, hey. Sollen die rein dann an? Sterben, Nico? Macht aber mehr Spaß zu sterben. Oh! Hey Julian, nicht sterben. Das hält immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Schon wieder. Miss Moxies? Ja. Die können wir noch, die gute. Die alte Milf. Siehst du, war doch gar nicht mehr schwer. Geh rein, hol den Reaktor. Hol die Karre. Alter, die machen echt Damage. Nicht mehr lange. Ah, Level 7, sehr gut. Ich kann skillen. Dürft ihr mal. Alter, du bist ein Morgenmeister, fährt mich einmal richtig dick um. Da haben wir. So. Not even once. Matt. Jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Ich will die Laserwaffe. Nein, wir wollen die Torkwaffe. Du kannst den Reaktor für Tork zerstören und mir geben. Warum nicht? So oder so. Weil ich Laserwaffen will. Ich fahr da mal, ne? Ah ja, gönn dir. Fuck. Auch gut. Alter, wie oft sind wir jetzt schon gerade gestorben? Ernsthaft? Warte, wie oft sind wir wegen falschen Gründen gestorben? Und ich bin auf der falschen Seite. Catch a ride! Nimmt wieder jeder eins? Ja, der erste, der verreckt, ist tot. Boah, was ist das für eine Lenkung, ey.
du steuerst mit deiner Blickrichtung, ist ja klar. Ja, immer noch. Da drüben wirst du sterben in die Richtung. Warte mal, Lichtcharakter platzieren? Oder? Nicht da lang, du Affe! Was wollten wir das nochmal machen? Wir wollen zurück, den Reaktor zurückgehen, müssen wir zurück, dazu müssen wir zurückfahren. Ja, wir sind zum Feiern da. Ja. Ja, ja. Das ist ein Witz, Alter. Das ist eine kleine Kackkante, über die ich nicht drüber komme. Heiß, 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 heiß. Hast du es irgendwann mal? Ja, du bist auch nicht drüben, oder? Ja, ich habe auf dich gewartet. Und es könnte daran liegen, warum wir es die ganze Zeit nicht schaffen. Wir springen jetzt über die falsche Kante. Echt? Oder auch nicht. Hm. Moment, verdammt. Ist doch verrückt. Nein. Nein! Bist du drüben? Nein. Ach, du... Man kann aber rüber, ich hab einen Weg gefunden, wie man rüberkommt. Ah, oh, Mann. Ja, also wir sind wieder hier bei fröhlichem Sterben mit Team Brainless. Wir sind, glaube ich, jetzt öfter gestorben, als wir in Ohnmacht gefallen sind. Ich dürfte öfter gestorben sein, als wir überhaupt was gemacht haben. Wenn mein Plan aufgeht, müsste mich das Sprungpad gleich wieder schleudern. Alter, was zum Teufel? Weiß ich, höre einfach nur ein Knallen irgendwo in der hier, Dings da, weiß schon. Auf ein neues! Alter, ich habe jetzt schon 300 Cash dadurch verloren. Oh, leck mich. Was? Ja, man kommt so rüber. Ich bin drüben, Bitch. Wo bist du rübergekommen? Ja, da ist ein Sprungpad. Hm. Mit dem kommt man rüber. Ja, warte von drüben, warte, ich geb die Quest ab, kannst du gleich. Oh fuck, da geht's nicht! Einleiten wieder. Scheiße! Boah, das. Ich glaube, ich werd richtig weinen, wenn ich das nochmal angucke, weil das so minderwertig ist. Nico, bleib drüben, dann bist du gleich die Ding. Was mache ich? Die Reise einleiten nach Concordia. Okay. Wie viel fehlt dir für Level 7? Ganz kleiner Zipfel. Du bist gerade so das, was du am Wiederbeleben hast. Du bist mir voraus. Ja, womöglich. Mit die paar hundert EP immer. Wie es halt letztes Mal bei mir auch war. Im Vergleich zu dir. Ja. Halt's Maul. Nur weil ich circa 300 Mal bis jetzt gestorben. Öfter immer auch gefallen bin ich. Oder 400 Mal. Irgendwas in dem Bereich. Wir haben übrigens mega... Also wir reden gerade von Borderlands 2. Ja. Wir haben übrigens noch mega viel Zeit, um das Zweier fertig zu machen, ne? Also? Wir haben nämlich schon bis irgendwie Dezember voraufgenommen. Läuft, oder? Ja, muss. Wir geben ein tolles Team ab. Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaft. Leider habe ich die Kom... Hey, erzählt Athena die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay, ouch! Was zum Teufel? So leicht verwirrend. Ja,